UEFA-Europameisterschaft 2012. England versus Italien. Boah, 90 Minuten, viel Action, keine Tore. Erste Verlängerung, relativ viel Action, keine Tore. Zweite Verlängerung, harte Mauer, harte Angriffspower, keine Tore. Elfmeterschießen, was für ein Krimi. Sowohl das Elfmeterschießen an sich, harter, harter Krimi, als auch das ganze Spiel. Ich kann nur sagen, Thumbs up für Italien, Viva Italia hat's absolut verdient. England war auch auf keinen Fall schlecht. Am Ende haben sie halt die Betontaktik, wie man in FIFA 11 sagen würde, benutzt. FIFA 12, deutsche Version, aber Wayne. Ja, knapp, gewonnen, aber so vom Spielerischen her doch etwas deutlicher gewonnen, wenn ihr versteht, was ich meine. Krass, krass. Also wir Deutschen dürfen uns warm anziehen, wenn es dann am Donnerstag heißt, Italien gegen Deutschland. Das wird wieder brutalste Metzel-Action vom anderen Stern. Und ich muss sagen, irgendwie freue ich mich. Aber irgendwie hätte ich mich auch gefreut, wenn England gewonnen hätte, weil, nicht weil ich, also eigentlich freue ich mich so neutral betrachtet mehr, wenn Italien gewinnt, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir dann gegen England gespielt hätten, wäre es wahrscheinlich, zumindest in der Theorie, sagen ja auch viele sogenannte Experten, leichter geworden. Ja. Also ich freue mich auf Donnerstag. Ich habe aber auch Angst vor Donnerstag. Wir werden sehen. Der Donnerstag bringt auf jeden Fall eine Menge Unterhaltung und Emotionen mit sich. Da wird wahrscheinlich viel geschrien, gekrölt und vielleicht sogar geweint. Ja, gut. Eigentlich wollte ich mich jetzt zu dem Spiel äußern. Also, dann fange ich nochmal von vorne an. Die EM an sich, eigentlich nur geile Spiele. Das ein oder andere lahme Taktikduell. Aber wenn man auf Taktik und Strategie steht, war auch das sehr sehenswert. Überwiegend war es aber auch anschaulicher Fußball einfach. Ja, das Spiel heute hat auch wieder gezeigt, die EM, die rockt und zwar gewaltig. Und am Donnerstag, oh Jesus, wird's auch so richtig fett und kloppig rocken. Also, England gut gespielt, Italien, Gratulation, verdient gewonnen. Das war's. Macht's gut, ciao, ciao, euer Jake.